Meine Beine waren am Unfallort direkt abgetrennt. Ich glaube, wenn ich noch eine Minute länger da gelegen hätte, wäre ich tot. Wie man sieht, das geht sehr, sehr langsam runter. Wahrscheinlich ein Softwarefehler. Vor dem Unfall war ich 6-mal die Woche im Fitnessstudio, manchmal auch 2-mal täglich. Und am liebsten habe ich natürlich Beine trainiert. Also vor dem Unfall würde ich sagen, war ich im Gegensatz zu jetzt schon ein bisschen oberflächlicher und hektischer. Ich wollte eine Ausbildung machen beim Bundeskriminalamt, aber dann kam der Unfall. Vor gut einem halben Jahr war ich mit einem Kumpel unterwegs. Wir sind auf der Autobahn gewesen, ein LKW von rechts kam sehr nah. Wir sind dann in den LKW, Leitplanke LKW, ich weiß nicht welche Reihenfolge, auf jeden Fall kamen wir irgendwann zum Stehen. Bei dem ersten Unfall ist überhaupt nichts passiert, also es war natürlich ein großer Schock, aber der zweite Unfall war dann umso schlimmer. Wir sind damals beide ausgestiegen und hinter das Fahrzeug gegangen und wollten einfach nur die Unfallstelle absichern. Und dann war es eigentlich auch schon zu spät. Dann kam ein italienischer Krankentransporter von hinten, sehr schnell, und hat mich ins Auto reingedrückt. Ich wurde mit dem Auto bestimmt 10, 15 Meter nach vorne geschoben. Meine Beine waren am Unfallort direkt abgetrennt. Ich habe überhaupt nichts wahrgenommen vom Unfall. Ich weiß nicht mehr viel. Ich weiß, dass ich bei Bewusstsein wohl war, aber das ist größtenteils ausgeblendet. Ich weiß noch, dass mein Zahn gewackelt hat. Und das hat mich irgendwann so genervt, dass ich den einfach so mit der Zunge rausgedrückt habe. Eigentlich dürfte ich gar nicht mehr hier sitzen. Ich habe so viel Blut verloren. Ich glaube, wenn ich noch eine Minute länger da gelegen hätte, wäre ich tot. Ich bin dann ins Krankenhaus gekommen, wurde erstmal notoperiert und lag dann erstmal 1,5 Tage im Koma. Vor dem Unfall habe ich bereits alleine gewohnt und ich war 2 Monate im Krankenhaus, dann ungefähr 1-2 Monate bei meiner Mama, weil ich halt eben erstmal auf Hilfe auch angewiesen war. Und dann bin ich wieder ausgezogen. Ich habe ja eine barrierefreie Wohnung, die halt größtenteils auch behindertengerecht ist, aber trotzdem kommt man hier auch an seine Grenzen. Ja, wenn ich halt eben in die Badewanne möchte, wo ich mich halt auch oft abdusche, weil das in der Dusche eher ein Problem ist, muss man sich halt hier irgendwie reinheben und ja, so ein halbes Kunstwerk machen. Und wenn man mal keine Kraft hat, braucht man auch dabei Hilfe. Also auch wenn ich oft stark wirke und dass ich ja alles alleine kann, immer ist das natürlich nicht der Fall. Ich meine, wenn ich mich jetzt im Spiegel angucke, ich bin voll cool mit mir, ich finde mich hübsch. Es war aber früher, also vor einem halben Jahr noch, habe ich das nicht so gesehen. Ja, ich dachte, dass nach dem Unfall so ohne Beine, dass man mich nicht mehr schön findet, weil ich dem Idealbild nicht mehr entspreche. Ich habe mir dann auch erstmal Gedanken gemacht, wie sieht ein Mann mich jetzt? So, werde ich wieder geliebt werden? Wird man mich überhaupt lieben können? Ich bin ja nicht mehr vollständig. Das waren dann auch Gedanken, die mir relativ zeitnah durch den Kopf gingen. Als ich dann realisiert habe, so wie ich aussehe, wie andere mich angucken, ist mein Selbstwertgefühl echt bergunter gegangen. Ich habe andere angeguckt und dachte, warum ich? Nach 1,5 Tagen Koma bin ich dann aufgewacht und ich habe meine Beine noch gespürt. Im Kopf ist ja alles genauso noch da wie vorher. Und dann kamen die Ärzte zu mir, die haben zu mir gesagt, deine Beine sind ab. Ich so, nee, ich fühle die doch. Meine Reaktion darauf war eigentlich relativ gelassen und positiv. Ich habe gefragt, ob ich noch Sport machen kann und ob ich noch Kinder bekommen kann. Die Antwort war ja und damit war das für mich kein Problem. Dann gibt es halt noch die Phantomschmerzen, die man wahrscheinlich sein ganzes Leben lang hat. Man gewöhnt sich irgendwann dran. Ich
spüre zum Beispiel, wenn ich nicht abgelenkt bin, das heißt abends, nachts im Bett liege, meine Füße und die kribbeln, als wenn da ganz viele Ameisen drüber laufen oder Stromschläge, so kleine Stromschläge. Sehr unangenehm, auszuhalten, aber schlafraubend. Es ist ein großer Verlust, aber solange es mich in meiner Lebensqualität nicht so groß einschränkt, ist ja alles okay. Keiner hätte gedacht, dass ich damit so cool umgehe. Ich würde gar nicht sagen, dass der Unfall mein Leben verändert hat, sondern die Zeit danach. Als ich damals aus dem Koma aufgewacht bin, war mein Handy voll mit Nachrichten. Und bevor ich auf jede Nachricht geantwortet habe, habe ich mich einfach dazu entschieden, ich sage das einmal laut, groß für alle, poste das online und dann sehen die Menschen ja, was passiert ist. So, den ersten Post, das erste Video ohne Filter. So sehe ich aus, eine Woche nach meinem Verkehrsunfall, den ich eigentlich nicht überleben hätte können. Der ein oder andere wollte mich gar nicht mehr sehen. Es gibt andere Menschen, die dann da waren, völlig erschüttert waren, die mich nicht mal angucken konnten am Anfang. Ja, das hat auch echt verletzt. Mit denen habe ich nichts mehr zu tun. Nach 7 bis 10 Tagen saß ich das erste Mal im Rollstuhl und ja, wie hat sich das angefühlt? Ja, schon ein Stück weit Freiheit, aber auch ungewohnt, weil du bist halt kleiner und die Menschen schauen auf dich runter. Sowas verändert einen und man ist ein ganz anderer Mensch, man hat eine andere Lebenseinstellung und fängt man halt eben auch an, sich seinen Freundeskreis neu zu suchen und neu zu sortieren. Und mittlerweile habe ich zu einigen keinen Kontakt mehr. Ja, das ist dann halt der Punkt, wo du merkst, du bist doch mehr alleine, als dass du ganz viele Freunde hast. Und im Krankenhaus dachte ich, alle stehen hinter mir. Das war aber dann nicht so. Auch schon im Krankenhaus in den letzten 2, 3 Wochen kamen viel weniger Menschen auf einmal. Am Anfang meldet sich jeder, die wollen mitreden können, Infos haben, die sonst keiner hat, sagen können, ich war bei Angie. Letztendlich, wenn du dann zu Hause bist, merkst du, wer dann wirklich noch da ist und wer seine Versprechen hält. Also vor dem Unfall hatte ich mit meinem Vater gar keinen Kontakt mehr, mit meiner Mama aber schon ganz guten Kontakt. Wir haben uns hin und wieder gesehen, nicht oft. Es war keine Mutter-Tochter-Beziehung, wie man sie kennt, aber es war okay. Nachdem ich entlassen wurde aus dem Krankenhaus, bin ich erstmal zu meinen Eltern gezogen, also zu meiner Mama. Und ich habe mich eher gefühlt wie eine Last. Und ja, das ist kein schönes Gefühl. Und ja, dann habe ich mich dazu entschieden, auszuziehen. Und das war die beste Entscheidung meines Lebens. Social Media hat mich schon gepusht, das hat mir schon ein Stück weit mein Ego wiedergegeben und mir das Gefühl gegeben, ich bin nicht alleine. Es gibt auf jeden Fall Menschen, die das nicht so toll finden, dass ich jetzt Social Media so mache. Und einige Menschen nervt das auch und deswegen haben sie mir entfolgt. Aber es ist ein schönes Gefühl, mit so vielen Fremden die Geschichte zu teilen, weil ich auch vermittle, dass das Leben lebenswert ist. Und ich bin froh, dass ich so eine Message mit der Welt teilen kann. Für mich ist das die beste Therapie. Ich bekomme auch heute Besuch von einem lieben Mädchen, die Jana. Die ist auch nicht zu 100% komplett. Ihr fehlt ein Bein, und zwar das linke. Sie habe ich kennengelernt, auch über Social Media. Und sie hat mich damals angeschrieben, als ich noch im Krankenhaus war, weil sie ungefähr 2, 3 Monate weiter ist als ich. Das ist einfach echt eine meiner engsten Freunde und das hätte ich damals niemals gedacht. Der Arzt hat mir damals auch relativ zeitnah gesagt, dass man Prothesen tragen kann, die einem die Beine so gut es geht ersetzen. Das war dann für mich so, ja, wie so ein Weihnachtsgeschenk so. Wie ist das, jeden Tag seine Beine anzuziehen? Ja, wie für jeden anderen, wenn man das Haus verlässt, die Schuhe anzuziehen. Gehört halt dazu. Wie fühlt sich das an? Wie eine Hose, die viel zu klein ist? Oder Schuhe, die zu eng sind? Ist einfach sehr eng. Aber man gewöhnt sich da auf jeden Fall sehr, sehr schnell dran.
die ersten Gelenke, das waren quasi alte Oma-Gelenke, die waren für Stabilität. Die hier sind schon für aktivere Menschen und die bekomme ich heute ausgetauscht. Jut, da, dauert es. Ich bin fett geworden, ne? Sind die leichter? Ich werde so hinfallen, ich werde so fliegen. Guck mal, wie der steht. Was ich vorher auch nicht wusste, ist, dass man die Beine laden muss. Also die Prothesen, die laufen quasi über Strom. Da ist wie so ein kleiner Computer drin. Du musst dein Gleichgewicht halten. Du musst darauf achten, dass du nicht zu weit nach vorne dich beugst, nicht zu weit nach hinten. Hat doch geklappt. Hast du es drauf? Next! Boah, das macht mehr Spaß als alles andere, was ich bisher mit dem Bein gemacht habe. Boah, da ich ja ein richtiger Sportjunkie war, war mein Verlangen nach dem Sport extrem. Das heißt, 5 Tage nach dem Unfall, 6 Tage nach dem Unfall, direkt gefragt, ob ich irgendwie Sport machen kann. Nur weil die Unterschenkel fehlen, heißt das ja nicht, dass man den Po oder die Oberschenkel nicht mehr trainieren kann. Es geht nur anders. Das ist langsam. Was ist denn los? Ich habe jetzt ein kleines Problem mit meinem Bein. Ja. Das Bein ist steif. Also ich kann jetzt nicht richtig laufen. Wie man sieht, das geht sehr, sehr langsam runter. Das Bein, was gerade normal ist, ist viel beweglicher. Ja, wahrscheinlich ein Softwarefehler. Jetzt gleich kommt Jana noch und dann bin ich mal gespannt, was sie zu dem Thema mit dem Bein so sagen wird. Aber so kann das ja nicht weitergehen. Hey, na? Wir sollen uns erstmal hinsetzen. Ja, es hat auf einmal vibriert, gepiepst und ich dachte aber, der Akku wäre leer, weil ich die Nacht vergessen habe aufzuladen. Dann habe ich morgens geladen, aber jetzt heute selbe Problem wieder. Ja, was soll ich jetzt machen? Laufen fällt dir jetzt erstmal fast flach. Ja, aber jetzt ist natürlich auch noch Wochenende, das ist noch kritischer. Kriegst du jetzt irgendwie ein Ersatzgelenk wenigstens? Nee. Oder? Ja, dann Montag bestellen. Kommt das vielleicht Mittwoch oder Donnerstag? Das heißt, jetzt eine knappe Woche oder so ist jetzt erstmal, ja, aus die Maus. Ja, wir hatten vor, Fotos zu machen und jetzt nur, weil das Bein gerade mal nicht mitmacht, wie es soll, lasse ich mich jetzt nicht aufhalten. Mann, ach, jetzt fühle ich mich wieder wie früher. Draußen mit dem Rollstuhl ist nicht so meins. Boah, das sieht ja super aus. Ich finde das total geil. Du bist so schick. Oh, das ist ja so süß. Ich finde das ganz wichtig, dass wir uns immer noch hübsch fühlen und dass wir dann auch den Menschen zeigen, dass wir stolz sind, dass wir diese Prothesen tragen dürfen. Ich schätze an der Angie einfach ihre natürliche Art und dass sie einfach so ist, wie sie ist. Und ja, sie lässt sich halt einfach von niemandem aufhalten. Wenn sie sich irgendwas in den Kopf setzt, dann zieht sie das durch. Und das finde ich halt einfach bemerkenswert und bewundernswert. Und was mag ich an dir? An dir mag ich, dass du auch kein Bein hast. Das Wichtigste ist erstmal anzukommen im Leben, gesund zu werden. Und ja, dann kann ich immer noch gucken, was ich beruflich machen will. Aber ich weiß, ich werde irgendwas machen, was anderen Menschen hilft. Das Leben ist jetzt viel lebenswerter, weil ich genau weiß, dass ich glücklich sein kann, auch wenn ich nicht alles habe, was ich haben will. Klar, wäre es noch mal schön, einen Tag die Beine zu haben, aber es war auch echt schön, noch mal neu laufen zu lernen. Und mein neues Leben ist schön. Don't waste it.
Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einfach ein Abo bei Trudoku da. Und bei Die Frage geht es auch um das Thema Unfälle und ihre Folgen. Schaut euch doch einfach mal das Video an.